wenn man schon irgendwelche Let's Play-Kacke macht oder generell irgendwie was bei YouTube, soll man denn in diese ganze Professionalitätsschiene einsteigen mit teurem Mikro und teurem Aufnahmegeräten oder einfach mal das machen, wofür YouTube gedacht war? Einfach irgendwelchen Amateurschwachsinn. Naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade eine gute Verwendung für unsere ganze Erde hier. Oh, da brauche ich viel Erde. Ja, haben wir Gott sei Dank nichts von. Achso. Hast du eigentlich am Wochenende Joko gegen Klaas geguckt um die Welt? Zum Teil. Da Oh, ich bin ich finde. dann halt zu Goa gegangen. Na. Ich muss sagen, letztes Jahr fand ich besser. Ja, wie du siehst, halt ausgelutscht, ne? Richtig. Ja, ein Quatsch, das kann man sich doch eh klemmen. Deswegen, ich gucke auch so gut wie gar kein Fernsehen mehr. Boah, ich mach's nur noch zur Hintergrund. Dudelei. Einige Spiele waren ganz lustig, aber so. Das wäre ja schlimm, wenn die Stromrechnung günstiger werden würde. Ja. Musste auch neulich wieder feiern, als ich am Wochenende bei meinen Eltern war. Erstmal mehr Fernseher als Person im Haus, ne? Ja. Und alle dudeln sie, die Fernseher. Echt? Ja, das ist total geil. Mal hier kurz was auf dem Desktop gucken. Ach nein, Scheiß hier. Irgendwie habe ich hier total einen Mist gebaut, habe ich das Gefühl. Muss hier erstmal kurz gucken, ob überhaupt die Aufnahme läuft. Oh, schlafen gehen. Ah, ja, warte. Oh ja. Warte, warte, warte. Ah, wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Da. Jo, lieg. Nein, lieg nicht. Doch. So. So, wo waren wir stehen geblieben? Keine Ahnung. Fernsehen ist scheiße. Und dient nur noch der Hintergrund-Dudelei. Oh, ich bin hier gerade ein Mist zusammen. Letztens auch einen Artikel gelesen, dass Dingens hier YouTube
in der Generation, oh, jetzt muss ich überlegen. 17, nee, 14 bis 19 oder irgendwie so. Beliebter ist mittlerweile als Fernsehen. Okay. Dass das jetzt komplett oder fast irgendwie an 30% Zuschauern in dem Altersbereich jetzt an YouTube abgesprungen ist. Ich will mich hier gerade selber beim Bauen. Das ist doch gut. Zumal ich habe auch nicht mal einen Timer laufen, wann ich jetzt irgendwie angefangen habe. So dass ich irgendwie mal einen Überblick hätte. Naja, mein Gott. Ist halt das erste Mal. Das erste Mal tat's noch weh, ne? Oder wie war das Lied? Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Oh mein Gott. So, wenn du jetzt auf die Idee kommst, hier nochmal einen Keller hinzubauen, hast du Pech. Ich kümmere mich da gar nicht drum, was du da baust. Doch nicht meine Baustelle. Auch eher ein Drecksloch und keine Baustelle. Aber auch gleich fertig, von daher. Kann jetzt zumindest keine Explobobs mehr spawnen. Ich wette mit dir, das Video wird in einem Jahr 5 Viewer haben. Oh. Du willst das aufnehmen, keine Ahnung warum. Einfach so, weil ich Spaß an der Freude habe. Nein, ich habe irgendwie Bock, irgendwas für YouTube zu machen. Irgendeinen Schwachsinn. Einfach mal gucken, was bei rauskommt. So. So, jetzt können die auf einmal auf jeden Fall schon mal kein Gesocks mehr spawnen. Jetzt kann ich auch den Fußboden machen. Ja, genau. Ich sag gerade, jetzt kann hier kein Gesocks mehr spawnen. Komm nach oben. Was erwartet mich? Ein Enderman. Herzlichen Dank auch. Tja, ihr bekommt das, was ihr verdient. Der klaut jetzt die. Auf jeden Fall müssen wir ein paar Mods installieren, damit wir irgendwie so mal die Mobs steuern können. Sowas wie gewisse Mobs einfach nicht an. Ja, muss mal gucken. Ja, die Creeper, die nerven halt einfach nur, ne? Die würde ich sogar eigentlich, der Spaß ist halber eigentlich drin behalten. Ja, der Rest stört mich eigentlich nicht. Enderman finde ich nervig. Ich habe schon wieder scheiß Lags. Zack, zack. Jetzt muss der Fußboden hier neu gemacht werden. Oh, ich glaube, das mit dem Enderman, das kann noch richtig lustig werden. Wenn der jetzt in meiner Dings da hier, wie heißt es? Na, in meinem Abgrund die Scheiben wegnimmt. Und wir Ach nicht drauf so, achten. ja. Stadtmauer hatten wir gesagt, Cobblestone, ne? Jo. Den Fußboden jetzt hier auch erstmal aus Steinziegeln. Wir brauchen hier erstmal was Funktionales.
Weil irgendwann muss das Ding ja auch mal stehen. Die. So, Kisten, Kisten. Wie bauen wir die auf? Ah, ich weiß, wie wir das machen. So, nee, warte mal. Wir müssen das ja auch irgendwie immer noch markieren, ne? Was markieren? Ja, was in den Kisten drin ist. Ach so, ja. Das machen wir dann wieder durch die Silk Touch, denke ich mal, ne? Ja, irgendwie so, auf jeden Fall, ja. Vielleicht nicht die hübscheste Variante vorerst, aber erstmal praktisch. Zack, zack, zack. So. Wie viele Kisten habe ich denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18. So, 18 Kisten habe ich jetzt erstmal schon mal. Also, Platz für 18 Kisten. Was für ein Holz nehmen wir? Ne, warte mal, ich kann ja die Kisten von. Ach nee, scheiße, warte mal. Was willst du denn jetzt machen? Kisten machen, oder was? Ja. Ja, am besten aus Schichtenholz. Nee, Quatsch, wie heißt denn das? Birken. Naja, ich baue erstmal die ab, die wir hier haben. Beeil mich damit. Oh Gott. Nicht die Materialien da flöten gehen. Ja, erstmal gleich wieder pennen gehen, ne? Jo. Okay, mir fällt gerade auf, meine konzeptionelle Idee war gerade mega scheiße. Es geht nur mit dem anderen Texture Pack scheiße. So, ich liege wieder im Bett. Ja, warte. Na? Ach, brauche ich auch irgendwas zu trinken? Uh-oh.